Oh, moin moin und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Island mit dem Daniel auf Bad Pokerface Gaming, heute im Level 2 Dry. Und ich hoffe, ich schaffe auch mal wieder 100% im ersten Anlauf. Grinsewald, oh Gott, das... Dada, ich liebe die Musik. So, die kann ich essen und da kann ich auch Eier draus machen. Oh Gott, das war... way too close. What? Aha. Okay, das war extrem schlecht geschossen. Ein Switch. Ein Coin-Switch. Wow. Den Flug. So. Sehr schön. Blume mitgenommen. Und. Wow, Sterne. Wupp. Muss man aber echt aufpassen, wo man hier hinrennt, wenn man die Sterne jagt. Sonst hat man nämlich. Das Problem und hat die Sterne, die man aufgesammelt hat, direkt wieder rausgeblasen, indem man nämlich blöderweise Mario verliert. So. Wupp, das ist immer way too close. But way too close. So, haben wir da oben Sterne? Sterne! Panik! So, Rainer. Wo komme ich hin? Da. Yay, Maulwurfsmenschen. Und ein Mittelpunkt. Sehr gut, sehr gut. So, was sagt der Blabberblock? Nicht verzweifeln, diese Mauer kannst du mit einem Ei zerschmettern. Awesome. Und das war mein Analogstick, der mich da gerade total sinnlos zur Seite geschoben hat. So, immer schön die unterste Seite mitnehmen. Awesome, das war ein super Schuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich nehme mal hier alles trotzdem mal so mit, hüpftechnisch, weil man weiß ja nie, wo irgendwas versteckt ist. Ja, hier so unsichtbare Wölkchen und so. Das finde ich übrigens auch eine sehr schöne Erweiterung des Mario-Gameplays. Im Generellen. Ich muss sagen, also ich finde irgendwie mutig, was Nintendo damals hiermit gemacht hat. Also es war ja doch sehr weit weg, sowohl vom Stil, als auch vom Gameplay, als auch von der Thematik her. Von den ursprünglichen Mario-Teilen. Und es wurde mal keine Prinzessin entführt. So wurde diesmal Mario entführt. Irgendwie schon. Oder nein, Luigi wurde entführt, quasi. Mario wurde verloren. Run, Bitch, run! Boah. Okay. Komme ich da nochmal hoch? Yes, weil ich glaube, ich habe da irgendwas ausgelöst gehabt. Oder auch nicht. War da nicht irgendwas? So Wolken, Wölkchen oder. Nee. Doch nicht. So, das heißt, wir gucken. Ich habe keinen Schlüssel. Das heißt, ich muss einen Schlüssel finden. Tolle Wurst. Grandiose Wurst sogar. So, machen wir hier mal einen auf Schnellfeuer, Josh. Nehmen wir die mit. Yes. Münzen. Und Feuer nach unten geht leider nicht. Das heißt, ich muss quasi von der Seite ran. Ratatatata. Nachladen und weiter feuern. Reloading! Da ist nix. Da ist auch nix. Muss irgendwo was sein. So, das gibt wahrscheinlich wieder einen Maulwurf. Verwandle dich in Würsche. Ja, genau. Habe ich jetzt fast. Da ist nämlich. Ja, wie heißt's? Der, Schlüssel. Schlüssel war das Wort. Was mir jetzt nicht mehr einfallen wollte, was total böse ist, wegen Wortfindungsstörung. Ja, wir wühlen. Tada! Und durch. Da will ich, glaube ich, gleich auch noch mal rein. Als allererstes brauche ich den Schlüssel. Shit.
Ich hab's mir versaut. Nein. Nein, habe ich gar nicht. Ich kann nämlich... Bist ja eigentlich auch... Nö. Nö. Das ist... Ich hab's versaut. Wobei, vielleicht kann ich es noch austricksen, wenn ich hier in die Röhre reinkomme oder so. Nö, was ein Driss. Was ein Kackendriss. Um es mal, so zu sagen. Ich muss doch irgendwas haben, wo ich mich mal kurz resetten kann. Komm ich da rein? Yes! Yes. Yes hier. So, wieder raus. Und jetzt gehen wir noch mal einmal kurz in die andere Richtung gucken. Das ist komplett resettet. Das heißt, theoretisch müsste... Ja, gewusst wie. Clever gedacht, clever gemacht. Awesome. So. Nom, wir wühlen uns durch. Diesmal planen wir den Wühlweg aber etwas besser. So, und jetzt... Oh. Yes. Es geht doch. Warum nicht gleich so? Und hier lang. Und einmal Abwehrfeuer. Yeah. Und... Waiting for the Rolling Stone. Papa was a Rolling Stone. So, was haben wir denn jetzt für ein Bonus-Level? Ballon-Duell um deinen Gegner. Oh Gott, nein, das kann doch nicht gut gehen. Ich habe doch nicht das richtige Layout. B-A-X. Okay. Dim. Was? Böp. Und komm. Der macht auch nie was falsch. Runter. B-Dip. Das war Glück. Dam. Oh Gott. Bum. Steuerkreuz ist gut. Viel Steuerkreuz ist gut. Da kann ich wenigstens wieder arbeiten ohne umdenken. Ach du Kacke. Bum. Es hat so langsam gewöhne ich mich dran. Sehr gut. Da. Nicht gut. So, jetzt Platz. No, das wie das ist doch beschiss. Das ist beschiss. Das ist hochgradig beschiss. Schiebung. Der hat doch bezahlt. Och, das geht doch gar nicht. Alles ist gut. Ich wieder eine Teflonpfanne. Alles perlt an mir ab. So. Hier müsste theoretisch auch irgendwo ein Wühl-Yoshi rumstehen. Wenn ich diesen Levelabschnitt hier richtig deute. Ansonsten basteln wir uns eine Treppe. Oder so. Da ist eine Blümche. So. Also die will ich zumindest noch eben mitnehmen. Schön. So, haben wir das. Dann kann ich mich hier unten mal eben kurz aufmunitionieren. Zack. Nein, das war blöd. Das war auch blöd. Komm, gib mir Muni. Danke. Und wir gehen weiter. Einfach durchrennen. Oh, Zeit verdrödelt hier. Da. Und... Ja. Och, Mann, ich bin so ein Kunstschütze hier. Das geht gar nicht klar. Ach, das ist doch viel angenehmer. Jetzt machen wir mit dem Stein alles platt. Alles niederwalzen. Boah. Mir fehlt schon wieder eine Blume. Wo war die letzte... Ja, Bonusspiel! Awesome! Da. So. Und mir fehlen sehr viele Münzen, Rote. Das ist nicht gut. Wenn ich die gefunden habe, werde ich euch bestimmt sagen, wo? Ein armiger Bandit. Drücke einen beliebigen Knopf, um die einzelnen... Ja. Das Prinzip sollte einem geläufig sein.
Krieg ich wahrscheinlich gar nichts. Yes. Wah, 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 wah. Egal. Ich hatte ein Bonusspiel. Immerhin. Oh Gott. So. Ja, das war Level 2-3. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.